So, Symphytum hat noch weitere Namen. Wundallheil, Milchwurzel, Himmelsbrot, Soldatenwurz, Schadheil, Elendklauenwurz. Beinwell wächst bevorzugt auf feuchtem Grund, Wiesen, Waldrändern und Wasserläufen. Und der Beinwell bevorzugt Halbschatten. Es ist ja eine Mittelalterpflanze überhaupt. Die wurde ja so viel verwendet. Kann man ja in jedem Buch lesen, in jedem historischen Roman kommt immer mal der Beinwell vor. Also nochmal, diese Pflanze steht auf meiner Internetseite mit der kompletten Beschreibung. Da braucht ihr nur raufklicken und dann könnt ihr euch das runterladen. Die Pflanze wächst in ganz Europa und in gemäßigten Gegenden Asiens. Also auch in der chinesischen Medizin wird der Beinwell verwendet. Geerntet wird die Droge im März und April. Kann aber auch später noch geerntet werden. Und verwendet wird aber in erster Linie die Wurzel. Und daraus lässt sich Salbe oder auch Tinktur daraus herstellen. Bei stumpfen Verletzungen bringen die Blätter des Beinwells zerteilt und als Brei Linderung und Heilung. Wir sprechen jetzt hier aber auch wieder von Phytotherapie, nicht von Homöopathie. Ja? Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man auch mal das andere noch mal sieht, wofür das gut sein kann. Weil du kannst dir ja auch so eine Auflage machen, wenn du einen Knochenbruch hast. Ne? Ja. Symphytum kommt aus dem Griechischen und bedeutet zusammenwachsen. Quetschungen, Verstauchungen, Muskel- und Gelenkerkrankungen, Überbeine, Blutergüsse und Narben, schlecht heilende Wunden und auch wieder den Amputations- und Phantomschmerz. Wobei, das kannst du natürlich auch phytotherapeutisch machen. Als es damals noch keine Homöopathie gab, haben die alle Krankheiten, alle Wunden, alles damit behandelt. Nächstes Mal von den Knochen nochmal. Da sollte, nachdem ein halbes Jahr vergangen war, das Bein nochmal aufgemacht werden und an der Schraube, die da drin war und in dem Nagel, sollte das nochmal nachjustiert werden und ich weiß nicht, was die da noch alles machen wollten. Und dann habe ich dem Arzt gesagt, geben Sie uns doch mal noch 6 Wochen Zeit, weil der Knochen, also diese Fuge, das ist nicht so richtig zusammengewachsen, konnte man auf dem Röntgenbild sehen. Und habe also Symphytum, Arnika und also die ganze Palette an Verletzungsmitteln gegeben. Alles, wirklich alles, das kriegt die auch immer noch, immer wieder. Und siehe da, die hat dann ihren Bericht geschrieben, wunderbar verheilt, nichts mehr zu sehen, gar nichts mehr. Und ich habe einigen Leuten mit diesen Verletzungsmitteln eine OP auch anderweitig erspart. Ja? Also mir fällt jetzt gerade eine Frau ein, die ich wirklich nach einer Geburt, wo die so viel Mist gebaut haben, mit Blutung und also sowas Furchtbares habe ich überhaupt noch nie gehört wie das. Und die ich mit diesen ganzen Verletzungsmitteln aus diesem Tief rausholen konnte und die Blutung aufgehört haben und es ihr danach auch wieder besser ging. Man kann da unendlich viel machen. Also bei Verletzungen, bei Nagelbettentzündungen, auch nicht schön. Beschwerden des Bewegungsapparates allgemein. Sehnscheidenentzündung zusammen mit Rußtoxtern und bei Gichtknoten. Aber ich würde da auch immer äußere Auflagen machen mit sowas. Würde ich immer probieren, äußerlich. Also bei traumatischen Verletzungen der Augen ist Symphytum wirklich ein ganz tolles Mittel, auch bei Augen-OPs und so weiter. Ne? Und das wisst ihr ja auch, mit Augenerkrankungen habe ich mich ja nun auch sehr speziell befasst und sehr viel in den letzten Jahren. Das ist so ein Special. Ich habe vor Jahren mal einen Fall behandelt, augentechnisch. Da konnte ich aber noch keine Augenakupunktur. Da habe ich das auf TCM-Basis gemacht, so um das Ski wieder ins Fließen zu bringen und so weiter. Aber habe halt alle diese Verletzungsmittel, die wir jetzt heute machen, angewandt. Und das war eine Augenverletzung, die war so dramatisch an einem Auge. Die Netzhaut abgerissen, also ganz furchtbar. Habe ich auch einen Fall veröffentlicht. Also ganz dramatisch und fast blind auf dem Auge, ganz fürchterlich. Und wir haben nach einem Jahr oder so, oder nach 2, habe ich angefangen, das zu behandeln, ohne dass ich da jetzt überhaupt dran gedacht hätte, dass sich da was bewegt. Ich habe da gar nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war 2005, glaube ich. Und dem hatten sie eine Kunstlinse eingesetzt ins Auge. Weil das war alles kaputt, war abgerissen, die Linse. Und also ganz schrecklich. Auf jeden Fall hat der gekriegt Arnika, Symphytum, Hypericum. Und das über Wochen und Monate, immer wieder, immer wieder. Der Augendruck war ganz hoch und also auch alles ganz furchtbar. Und dann war der nach einem halben Jahr beim Augenarzt. Und man konnte sehen, dass das wirklich besser geworden ist. Der Augendruck wurde besser. Und nach einem Jahr ist es wirklich kein Scherz. Ich meine, der hatte eine Brille auf, aber der hat ja fast gar nichts gesehen mit dem Auge. Nur schemenhaft die Bäume, die Häuser und die Autos, nur schemenhaft. Und nachdem ich den behandelt hatte, mit Brille und Kunstlinse wohlgemerkt, ja,
konnte der den Sekundenzeiger an seiner Uhr wieder erkennen. Das war für mich, also da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und über das bin ich eigentlich zur Augenakupunktur überhaupt gekommen. Da habe ich mich ja vorher nie für interessiert. Und dann halt, weil die Augen immer bei mir das Thema waren, um mich rum. Ja? Meine Amtsarztprüfung ging nur um die Augen. Es ging immer nur um Augen. So nach dem Motto, du guck doch endlich mal hin, was du machen musst. Ja, und das habe ich jetzt halt, weiß ich nicht, wie viele Jahre gemacht mit der Augenakupunktur und habe mein Karma da erstmal ein Stück mit aufgelöst, hoffentlich. So, Symphytum ist auch eine Nothelferarznei in der C4-Homöopathie. Und diese Arznei teilt uns Folgendes mit. Ich bringe eurem Gefühl seinen höchsten Sinn wieder zurück, um euch in eurer Qual wieder eins zu machen. Ich bin eure Wiedererinnerung. Ich bin die Liebe zu euch selbst, die ihr oft vergessen habt. Mein Name ist Angelika Lex. Ich bin Heilpraktikerin in eigener Praxis und Ausbilderin. Ich freue mich, wenn Ihnen mein Beitrag gefallen hat und natürlich auch über ein Like. Und wenn Sie keinen Vortrag mehr verpassen möchten, abonnieren Sie doch meinen Kanal.